Lena und die Cousine, die Isabelle, ist heute hier frisch aus Düren eingetroffen. Ja, ich habe gerade gesagt, bei deinem geilen Pullover, ich zeig mal eben hier, so, ne? So, das ist jetzt unser Weihnachtsvideo 2023, wo wir den Leuten zu Hause, wir verabschieden uns jetzt erstmal genau, mach du mal weiter. Genau, von mir auch, genau. Und ihr, was bekommt ihr jetzt oder was bekommst du jetzt? Beide Seiten schön. Okay, ausgemessen ist, wie war's? Danke. Super. Ja, wie schrecklich ist es. Wunderbar. Auszuhalten. Ja, auszuhalten, denke ich auch. Ne? Also hier auf der Position, du kannst mir eben kurz zeigen, da wird das erste gestochen und dann steht die Seite. Oh nein, du hast ja auch. Sie ist komplett in Weihnachtsstimmung. Oh, aber voll. Und ich habe gerade draußen zu Annalena gesagt, boah, ich habe überhaupt gar keine Lust dieses Jahr auf Weihnachten. Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass sie hier total. So, dann zieh mal dein Öhrchen. Und Schemmer Nummer 1 ist gestorben. Mhm. Wie war's? Läuft. Ja. Erst durch Knorpelpiercing. Aber auszuhalten, oder? Ja. Achso, du hast nur ein Septum oder nicht? Ja. Was? Ja, das ist lustig, okay. Wie verbringt ihr Weihnachten so mit ihr beiden zusammen auch, weil ihr Cousinen seid oder nur nicht? Wir noch Paten von unseren. Ach nein, wie geil. Okay, ihr seid auch noch. Nein, wie los. Ist ja perfekt alles, ne? Ach, das läuft ja. Und dann seid ihr auch noch so gut befreundet plus Cousinen plus beide Paten. Ja, cool. Okay. Ja, was macht ihr morgen? Was gibt's bei euch so zu essen? Und? Also du bist dann überall mit dabei, oder ich, was? Nee. Nee, ich bin bei meiner Mama und bei der gibt es, denke ich mal, wie immer, Braten und Pute und vernünftig. So. Und ihr habt mit nichts zu tun, ist genau. Klar. Genau. Ihr müsst euch nur schön machen und ja, aber läuft. Aber dafür habe ich erst an zweiter Weihnachtszeit einmal Schwiegermutter da und einmal Schwiegervater. Okay. Können wir es schon mal zeigen? Hier haben wir einmal das erste Schemmern. Da sitzt Schemmern schön. Nummer 1. Sehr gut. So. Genau. Vorsicht, Isa, ich muss jetzt mal eben hier. Dann ziehen wir wieder so ein bisschen an deinem Öhrchen, damit es auf Spannung ist. Und dann hast du auch ganz schnell das zweite Schemmern. Und zweite Schemmern ist auch gestochen. So, da war einer tapfer heute. Klar. Nackenhörnchen für zu Hause hast du dir irgendwann. Sogar schon selber ich habe mir was genäht, also uns beiden. Ja, Donnerwetter. Da hättet ihr mir auch mal was Schönes nehmen können. Ich bin nämlich total blöd in solchen Sachen. Perfekt. Aha, und also so wie so ein Donut oder was ja. Hast du da genäht? Ja. Guck mal. In Lebkuchenform? Nein. 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 In Prinzessinnenstoff. Oh. Klasse. Ja, da sind sie echt dann bestens vorbereitet. Sehr gut. Gerade wenn man beide Seiten gestochen hat, ist sowas nämlich immer von Vorteil. Dann läuft die Wundheilung auch glatt. Und Nummer 2 ist auch drin. Wie geht's dir? Gut. Kreislauf auch alles easy? Alles gut. Perfekt. Nochmal ein Steinchen noch drauf. Und du hast beide Schemmerns überlebt. Das hat doch super funktioniert. Auf jeden Fall. Wie alt sind eure Kinder? 2. Jetzt 2, okay. Mhm. Oh, dann wird das ja richtig schön dieses Jahr, ne? 4 und 2. 4 und du hast 2, okay. So, ein Steinchen ist drauf. Dann ziehen wir es fester. Bring es in die richtige Position und da ist Schemmern Nummer 2. Dann können wir es auch noch kurz im Spiegel zeigen. Isa sagt schon, oh, wie schön. Und da ist das zweite, immer mit einem weißen Swarovski. Ist auch, die Leute zu Hause denken immer, ich wäre total bescheuert. Eine schöne Position. Warte mal eben. Ja, ich meine, sehen Sie nichts? Ja, sehr cool. Annalena, schön, dass ihr da wart. Isa. Ja, das war dann unser Weihnachtsvideo 2023 und... Wir sehen uns im nächsten Jahr. Wunderbar. Ciao.